Die schockierende Wahrheit über frühkindliche Reflexe. Das ist natürlich auch ein Streitthema zwischen Eltern und Kind. Es ist einfach Schwachsinn. Macht meiner Meinung nach auch ganz viel mit der Bindung. Das ist die Wahrheit. Ich bin Melli vom Team Ergoling, Fachergotherapeutin für Kinder. Und heute geht es um das komplexe Thema frühkindliche Reflexe. Frühkindliche Reflexe werden in meiner Arbeit als Ergotherapeutin sehr häufig übersehen. Per se sind frühkindliche Reflexe erstmal nichts Schlechtes. Das ist die Wahrheit. Frühkindliche Reflexe, wenn sie persistieren bzw. noch nicht gehemmt sind, so heißt es in der Fachsprache, heißt eigentlich zu Deutsch einfach nur, sie sind noch da, obwohl sie eigentlich schon verschwunden sein sollten, dann haben wir das große Problem, dass sie unterschwellig da sind. Das Gute ist aber, dass frühkindliche Reflexe nichts Schlechtes sind. Sie sind gut. Am Anfang brauchen wir sie. Frühkindliche Reflexe, nur um das mal so grob zu erklären, sind Bewegungsmuster, die vom Gehirn gesteuert sind. Ganz, ganz runtergebrochen. Ein Kind macht eine Kopfbewegung, daraufhin entsteht ein Bewegungsmuster, was dann spezifisch für jeden frühkindlichen Reflex, den es gibt, aussieht. Das ist sehr runtergebrochen. Sie fungieren so ein bisschen als, ich sag mal, Navigationssystem für dein Säugling, für dein Baby. Über diese Reflexmuster, die das Gehirn sendet und der Körper quasi deines Babys führt sie aus, werden neue motorische Bewegungen erlernt. Neue motorische Bewegungen immer weiter präzisiert. Das geht so lange, bis das Gehirn quasi merkt, das Baby kann diese bestimmte Bewegung allein. Der frühkindliche Reflex kann also weg. Er kann gehemmt werden, er kann integriert werden. Und es ist auch so, dass frühkindliche Reflexe nie komplett verschwinden. Sie sind quasi untergetaucht, so wie Sherlock Holmes, wenn sie gehemmt sind. Wenn ein Mensch, egal in welchem Alter, eine neurologische Erkrankung zum Beispiel wie Parkinson erleidet, kommen diese immer wieder als Schutzfunktion. Denn sie sind ja, das ist die schockierende Wahrheit da draußen, sie sind ja eine Schutzfunktion in den ersten Lebenstagen und Wochen. Und dafür brauchen wir sie. Wir brauchen als Menschen frühkindliche Reflexe. Das, was viele da draußen nicht wissen, sie sind der Grundstein für jegliche motorische Entwicklung. Das heißt also, in der motorischen Entwicklungskette stehen unten die Wahrnehmung und gleich darüber kommen frühkindliche Reflexe. Erst, wenn dein Kind gut wahrnehmen kann, werden die frühkindlichen Reflexe bearbeitet. Und erst danach folgt das Gleichgewicht. Erst danach folgt die Grobmotorik und erst danach die Feinmotorik. Das heißt, wenn dein Kind also Feinmotorik-Probleme hat, dann brauchst du, wenn es noch unten bei den frühkindlichen Reflexen irgendwie hängen geblieben ist in der Treppe, dann brauchst du feinmotorisch gar nicht üben. Und das ist das, was viele Ergotherapeuten da draußen auch nicht wissen. Die machen Feinmotorik-Training, Konzentrationstraining, obwohl das Schwachsinn ist. Es ist einfach Schwachsinn, wenn frühkindliche Reflexe noch quasi persistieren, das heißt, wenn sie da sind und Einfluss haben, dann ist der ganze Humbug danach völlig für die Katz. Und deswegen kommt es meiner Meinung nach auch ganz oft vor, dass Therapiekinder immer und immer wieder kommen, Wochen und teilweise Jahre da zur Therapie gehen und es passiert nichts, weil die Therapeuten einfach nicht wissen, denn die am ganz falschen Ansatzpunkt sind. Und das sollte wirklich raus in die Welt. Es gibt so viele Ansatzpunkte, aber ganz häufig erlebe ich, dass es wirklich noch persistierende Reflexe sind, die da einen großen Einfluss haben und das Leben der Kinder da draußen so schwer macht. Ich erlebe also auch ganz oft, dass Schulkinder teilweise überhaupt nicht zurechtkommen, weil frühkindliche Reflexe da noch im Spiel sind. Die können sich nicht konzentrieren, die können nicht zuhören, die können auch zum Beispiel das Lesen nicht gut erlernen, weil ihnen ein frühkindlicher Reflex im Weg steht. Es sind so viele Auffälligkeiten. Teilweise stehen die Kinder schon morgens gerädert auf, weil selbst nachts frühkindliche Reflexe da sind. Und quasi erst dann, wenn sie noch da sind, obwohl wir sie nicht mehr brauchen, erst dann werden sie lästig. Davor brauchen wir sie. Das ist das große Learning, was ich dir mitgeben will. Wir brauchen sie. Aber wir müssen aufpassen, dass sie quasi irgendwann wirklich verschwinden, weil sie sonst massiven Einfluss auf das Lernverhalten letztendlich und das motorische Lernen von Kindern haben. Mir ist es auch wirklich wichtig, dass wir das ganze Wissen, was zur Verfügung steht, auch nutzen. Ich arbeite quasi gerade auch an einem Kurs für Eltern, dass sie lernen, im Spiel, im Alltag
frühkindliche Reflexe zu integrieren. Es gibt da draußen einen Haufen Programme, die meiner Meinung nach schon funktionieren, aber erst nach 2, 3, 4 Jahren teilweise. Und das, weil es dort stinklangweilige Übungen gibt, die ein Kind immer wieder jeden Tag durchführen muss. Das ist natürlich auch ein Streitthema zwischen Eltern und Kind. Ja, das Kind muss was machen, was keinen Spaß macht. Die Eltern müssen ständig motivieren. Das auf 2, 3 Jahre gesehen macht meiner Meinung nach auch ganz viel mit der Bindung. Ich habe ein Konzept quasi entwickelt, wo Kinder das im Spiel tun können. Im Spiel, im Alltag. Und die Eltern werden dafür angeleitet. Es gibt einmal quasi den Elternkurs und ich habe auch eine Weiterbildung, wo ich anderen Therapeuten, Pädagogen und weiterem Fachpersonal zeige, wie einfach das gehen kann. Ich möchte quasi auch dieses Video nutzen, um das bekannter zu machen. Weil viele denken wirklich, sie müssen dann durch diese stinklangweiligen Übungen durch und versauen sich dann natürlich auch irgendwo die gute Bindung zum Kind. Weil wenn ich ein Kind immer dazu dränge, was zu machen, was langweilig ist, das kann meiner Meinung nach nicht gut gehen. Schau doch, wenn du darüber mehr wissen willst, auf meiner Internetseite www.ergoling.com vorbei und informiere dich. Hier gibt es auch einige Blogbeiträge zu den frühkindlichen Reflexen. Ich denke, du kannst einiges lernen. Ich verlinke dir das nochmal in der Infobox. Und es geht natürlich auch darum, weitere Zusammenhänge zu verstehen. Ja, es nützt einem ja nichts, wenn ich weiß, was frühkindliche Reflexe sind, wenn aber die Zusammenhänge einem quasi nicht klar werden. Und das möchte ich in weiteren Videos mit dir klären. Ich möchte dich mitnehmen auf viele Aha-Momente. Ich möchte dich einladen, diese Aha-Momente mitzunehmen und quasi vielleicht auch herauszufinden, was deinem Kind da draußen fehlt. Bist du Fachkraft, bist du Pädagoge oder bist du Therapeut, bist du natürlich auch herzlich eingeladen, diese Videos zu gucken. Ich freue mich also bis zum nächsten Mal. Stöber auch in meinen anderen Videos. Hier gibt's viel Wissen to go.